kostenlos ab 18 Uhr. Da stehe ich jetzt gerade. Da vorne ist gleich Broadway, da bin ich gerade lang gefahren. Nashville. Cool. Richtig geil, Nashville, kann man nicht meckern. Texas Ranger Band, everybody. Here's some deep white yoga for you. Ich muss ins Bett, langsam wird's kalt, aber Kurzhose geht immer. Jetzt gibt es noch einen Mitternachtstee, bevor es gleich weitergeht zu Walmart, ein paar Meilen entfernt. Bin direkt downtown, echt zwei Blocks vom Broadway entfernt, wo vor einer Stunde noch der Bär tobte. Ja, hier ist jetzt komplett ausgestorben. Ich gucke halt nur ein bisschen, dass irgendwelche Typen um die Ecken kommen, dann bin ich nämlich weg.
Und ich habe mir eine CD gekauft. In der ersten Bar bin ich reingegangen, habe da ein bisschen mit ein paar Leuten gequatscht, gleich gekauft. 10 Bucks, kann man nicht meckern. Ist wahrscheinlich total geil. Also ich muss sagen, bin echt erstaunt. Dieser ganze Broadway, die ganze Straße, eine Bar nach der anderen, überall Live-Musik. Man stand vor dem Laden und wusste jetzt nicht, ob man links oder rechts reingehen soll, weil das einfach immer so gut war. War nett, kann man wieder machen. Wenn man richtig saufen will, dann fährt man nach Nashville, saufen und gute Country-Mucke. Und ich fahre jetzt weiter. Gute Nacht. Lange geschlafen, Mittwoch früh, mittlerweile 11:30. Ich habe in Ruhe gefrühstückt, ein bisschen Time Magazine gelesen. Highly critical of Trump. Echt gut gemacht. Angenehm warm draußen. Wir haben irgendwie 17 Grad oder so, aber bewölkt, ein bisschen windig. Aber auf jeden Fall besser als diese Kälte in Toronto und Umgebung. Ich fahre jetzt nach Memphis. Die CD soweit, tipptopp. Nicht der schönste Ausblick, den ich hatte. Ich bin jetzt gerade auf so einem Truckstop direkt am Highway, mache mir ein bisschen was zu essen. Hier ist alles gut, hier kann ich mit offenem Fenster ein bisschen auch gucken, was hier so abgeht. Das ist jetzt 14 Uhr gleich, ich bin auf dem Weg nach Memphis, kurz vor Jackson. Werde wahrscheinlich mir in Jackson eine Library suchen und da nochmal meinen Blog ein bisschen aktualisieren. Da werde ich mal nicht so ganz ausführlich, aber mal einfach mal ein bisschen was aktualisieren, damit man weiß, wo ich bin. Jetzt gibt es schön Brokkoli mit Quinoa und Karotten. Und eine Dose Fisch dazu. Besser als nix. Ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt oder überhaupt jemals durch Amerika fahre. Vor allen Dingen nicht jetzt mit dem politischen Klima. Aber man kriegt davon nicht viel mit, wenn man auf der Straße ist. Das ist doch alles irgendwie was anderes, wenn man vor Ort ist. Ob ich jetzt durch Amerika fahre oder durch Kanada. Kein großer Unterschied. Hier sind mehr Trucks auf der Straße. In Kanada waren weniger Trucks und weniger Leute und hier ist halt echt busy, busy, busy. Es ist ein großes Land und jeder will irgendwie sein Chicken haben und seine Cornflakes und was weiß ich. Ne? Tennessee im Regen. Können überall sein. Können auch bei Pinneberg an der Autobahn sein. Alles voller Müll hier. Alles total zugemüllt. Für eine Fiesta ab. Ist ja lustig. Oh mein Gott, ey, tiefstes Amerika. Da ist die Library, da gehe ich jetzt rein und gucke, ob ich da vernünftig eine Stunde arbeiten kann. Ist echt lustig. Ich bin jetzt in Memphis bei der großen Bücherei. Hinter mir dieses riesige Gebäude, nachdem die andere gerade um 18 Uhr zugemacht hat. Die macht um 9 Uhr erst zu. Und da hinten fährt ein Security-Wagen rum mit so einem Blinklicht. Da vorne steht Polizei. Ich will nicht wissen, was hier abgeht. Ich nehme mein Zeug jetzt mit, gehe da ein bisschen rein, eine Stunde oder so. Und nachher fahre ich nochmal nach Downtown. Das Elvis-Haus ist hier, Graceland, wo er gewohnt hat. Das geht mir jetzt nicht wirklich. Aber es gibt ein paar interessante Sachen hier. Das Wetter ist ganz gut, nicht zu kalt. Diesig. Spooky, spooky, spooky.
hier gerade für $30 getankt. Hier kostet der Sprit 2,25 € pro Gallon. Also 2,25 € für 3,78 Liter. Das sind 50 Eurocent pro Liter. Jetzt geht's nach Downtown, beziehungsweise wenn es mir dazu unsicher ist, dann geht's weiter zu Walmart. Mal gucken. Zu Fuß möchte ich jetzt auch nicht rumrennen. Hier ist ja nicht halb so viel los wie gestern in Nashville. Ist zwar auch schön bunt hinter mir, aber da tobt nicht der Bär. Aber mehr nicht. Ein paar Obdachlose. Ich fühle mich nicht so sicher wie in Nashville. Und hier ist auch nichts los. Also weder Live-Musik, vielleicht eine Band da hinten. Also ich düse weiter. Ganz schön auf dieser Elvis-Welle hier, genauso wie in Nashville Johnny Cash. Lauter Scheiß. Gut, ich bin auch dabei. Ich habe ein paar Postkarten mit Rezepten, wie man 12 Leute mit Spaghetti versorgt und so ein Zeug. Naja, aber man ist ja nur einmal im Leben in Memphis, hoffentlich. Mehr als Elvis ist hier nicht. Ein paar betrunkene Leute vor der Tür und ein paar lustige T-Shirts hinter mir. Ist echt ein Quark, den sie haben. Ich muss sagen, ich fühle mich hier nicht so sicher wie gestern in Nashville. Obwohl da hinten viel Polizei ist, hier ist jetzt gar nichts. Da vorne parke ich, ab ins Auto und weg. Hier ist ja gar nichts in Ampelschaltung. Ey, grüne Welle, schon mal was von gehört. Es ist 23:30 Uhr, ich bin mitten in der Stadt, hier ist nichts. Ich bin das einzige Auto und hier stehe ich an einer roten Ampel. Kann natürlich auch nicht fahren, weil da die Polizei steht. Da hinten ist auch irgendwas los. Da fährt ein Zug. Und da ist schon wieder eine rote Ampel. Das wird ja immer schlimmer, man sieht ja gar nichts mehr. Was ist denn hier wieder los? Memphis, come on! Das ist die berühmte Pyramide. Man sieht ja gar nichts. Ich fahre jetzt über den Mississippi übrigens. Das, was man da jetzt so gar nicht sieht, ist der Mississippi. Welcome to Arkansas! Ich sehe überhaupt nichts! Hier soll irgendwo ein Walmart sein.